Hey Leute, willkommen zum dritten Part von OOT, The Legend of Zelda Ocarina of the Time. Ne, Ocarina of Time, so. Letzten Part haben wir den Deko-Baum abgeschlossen. Aber nicht 100%, da fehlt nämlich noch was. Es kam ewig kein Part mehr, weil ich habe so viel Stress um die Ohren, aber damit will ich jetzt nicht nerven. Ich habe nämlich privat, naja, viel zu tun. Was scheiße ist, dann kann ich mein Hobby hier nicht weitermachen. Und es hat sich einiges geändert. Also jetzt nicht im Spiel, aber halt Dings, wie heißt es? Mein Leben halt, sagen wir es so. So, ich bin schön wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr seid mal auch mal wieder froh, ein paar von mir zu sehen. Also, HD Texture Pack habe ich ja noch drinne. Diese Bilderchen. So, und dann gehen wir mal jetzt. Die Navi hat gesagt, wir sollen zu Zelda gehen. Der Dekobaum hat es gesagt. Und hier ist der Ausgang, dann gehen wir mal. So. Dann laufen wir. Ey, da ist ja noch eine Fee. Oh, du verlässt uns? Da ist Salia. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Alex. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben. Ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Warum das denn? Aber wir nehmen sie mal an, denn es ist ein hochwertiges Freundesgeschenk. Sagen wir es so, hochwertiges Freundesgeschenk. Die Ocarina. Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Das ist echt niedlich. Ja, ausrüsten kann man sie auf den drei Knöpfen da. Mit A und den C-Knöpfen spielst du eine Melodie. Mit B kannst du aufhören oder neu beginnen. Das Ding ist, ich spiele mit einem Xbox-Controller und also habe ich diese Knöpfe gar nicht. Okay, B gibt's halt schon und A und so ein Dreck, aber egal. Sie bedeutet mir viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Okay, dann denken wir mal an dich, wenn wir sie spielen. Das sieht immer so aus, als ob der so Abstand von der halten will, aber das sollte jetzt so rührend rüberkommen und naja, es interpretiert jeder anders, aber es ist halt schon richtig gemacht. Vielleicht kommt ein Charakter, der mir so auf die Eier geht, dass ich irgendwie keinen Bock habe, den vorzulesen, aber ich werde es natürlich machen, zum Let's Play, zum 100% Let's Play natürlich. Das ist das Spiel, was wir durchziehen. Und diese Theme liebe ich. Das ist einer der geilsten Themes. Und es sieht auch ganz schön aus. Und man sieht diesen nervigen Charakter schon. So. Ich glaube, den nehme ich sogar ins Intro. So. So, wir sollen zu Hyrule. Okay, wir sind ja bei Hyrule, aber zu Zelda. Sei gegrüßt, bist du bereit, Alex? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut, um ehrlich zu sein. Bis jetzt war alles ein Spaziergang. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinen Pfaden und wandelst auf den unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geistern in deiner Karte gezeichnet werden. Boah, der Himmel sieht gerade voll schön aus. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen. Und Z oder R, um die Karten schon einsehen zu können. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden?
wieder auch extra Nein steht statt Ja. Das ist so fies gemacht. Es gibt, ich mach das nämlich manchmal. Ich drück dann einfach auf Ja, auf Nein. Und dann erklärt er nochmal alles. Das ist so das Nervige. Die haben das so eingebaut, dass man immer das macht, dass er es nochmal sagt. Weil es gibt halt Leute, die drücken sofort drauf, so wie... So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns dann... Wir sehen uns wieder. Ja, und das ist halt der nervige Kakao. Ich mag den halt nicht so, weil der mir auf die Eier geht. Aber der gibt halt gute Tipps für Anfänger halt. Sozusagen der Wegweiser. Aber das ist ja schon Navi. So, wir müssen uns beeilen, denn es wird nämlich schnell dunkel. Und wenn es dunkel wird, können wir nicht mehr ins Schloss gehen. Weil nachts immer Monster erscheinen, wenn man der kleine Link ist. Ah, hier ist noch so ein schön... Sorry für den Lag. Also, dann ist ja hier so ein komischer Weg. Das heißt, komisch, ein schöner Weg. Oh, es laggt hier alles. Aber es gibt auch... Ja, das werdet ihr alles noch sehen. Es gibt halt viele Sachen hier auf der Ebene. Und ich bin gerade eine ganz andere Steuerung gewinnt. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Oh, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Wieso laggt es denn? Boah, der Himmel sieht aber schön aus. Mist, 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 Mist. Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Wir haben es nicht gepackt. Wir packen es nicht. Wir packen es nicht. Hallo. Ja, da kommen halt diese ekligen, hässlichen Kackviecher. Das ist jetzt irgendwie ein Fail, Leute. Der ganze Part ist schon ein Fail. Boah, die sehen aber richtig gut aus hier. Ja, das Ding ist, jetzt müssen wir leider die ganze Nacht kämpfen. So. Ja, das ist echt kacke. Und immer laggt es, wenn die kommen. Die sterben als. Woran sterben die? Ja, der hat mich gar nicht getroffen. Hä, wie wehrt man nochmal ab? Ich bin zu blöd für die Steuerung gerade mal. Abwehren, abwehren. Wieso habe ich denn da abwehren? Boah, das war cool. Los, umdrehen. Achso, das Rauschen ist auch wieder da, weil der dumme Julian mir das Mikrofon abgezogen hat. Es tut mir wirklich leid, Leute. Aber irgendwann kriege ich das schon wieder. Yeah, ich kann durch die Wände schlagen. Ich bin echter Profi. So. Gehen wir mal dann. Oh, das wird episch. So. Das Tor kann jetzt ruhig wieder aufgehen. Ja. Die kommen nur nachts, nicht tagsüber. Diese hässlichen Dinger. So. Wenn man hier die Kette hochgeht. Was ich... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich runterfallen werde. Aber wenn man hier hochgeht und dann hier springt, kriegt man 40 Rubine? Ich habe immer nur 20 gekriegt. Naja, dann gibt es halt 40, Leute. Gibt's halt 40. So. Dann gehen wir mal hier rein. Das ist nämlich auch ein interessanter Ort. Hier gibt es nämlich massig Rubine. Aber nicht nur das. Ich habe letztens wieder Skyward Sword gespielt und da bin ich jetzt ein bisschen anderes Steuerung gewohnt. Aber hier in der Kiste gibt es auch eine Skulltula. Natürlich eine goldene. Denn für eine normale würde ich nicht sowas machen. So. So, da haben wir jetzt wieder eine. Und es gibt 100. Nicht 200, es gibt nur 100. Ich habe das mal mit Cheats gespielt, da gab es 200, deswegen sorry.
Immerhin bin ich ehrlich, aber das ist natürlich jetzt hier ungecheatet. Sonst wäre es ja auch irgendwie pussyhaft. Richtig? Richtig. So. Das ist jetzt der Marktplatz. Mit Legs. Da ist anscheinend so ein Händler. Der sieht irgendwie aus von einem... Warte mal. Ich bin schwer am Trainieren. Ja, das ist, sieht so aus wie dieser Räuber von Majora's Mask, aber das ist der nicht. Der sieht aus wie Magier. Hast du vor der Legende des Schattenfalls gehört? Hast du... Ach, verlesen. Es sind die Shikar, der Schatten der Hylianer. Es heißt, sie hätten den König von Hyrule ewige Treue geschworen, um ihn und seine Familie stets zu beschützen. Aber nach solch einer langen Zeit voller Frieden haben wir schon lange keinen der Shikar mehr gesehen. Dennoch, ich habe gehört, dass es noch eine Vertreterin der Shikar geben soll. Sie lebt im Schloss. Also werden wir sie noch kennenlernen? So, dann gehen wir mal hier hoch. Da gibt es ein paar Rubine. Hui! Wir könnten uns auch schon eine... Nee, doch, das können wir uns alles schon machen, aber... Oh, hi! Wow, deine Kleidung, wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Mein Vater gehört die Lonlon Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Sie sieht irgendwie nett und niedlich aus. Im Gegensatz zu diesem Kind hier. Das soll jetzt kein Diss sein oder so, aber so von hinten sah sie jetzt halt nicht so schön aus. Sagen wir es so, es muss ja jetzt nicht immer alles so Diss sein. Boah, sieht das cool aus. Da ist schon mal das Schloss, da ist die nervige Eule und da ist Link mit Navi. Na 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 na, ich mag das Spiel. Aber was willst du denn? Ja, das ist auch eklig, die kann den Kopf zu 360 Grad drehen. Die Prinzessin befindet sich im Schloss, doch hüte dich vor dem Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Suchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu einer späteren Stunde zurückkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Guck, und da steht er jetzt ja anstatt nein. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück! Ja, die hat mir der Dekobomb beigebracht und die Navi, weil die immer gute Vorschläge machen. Ja, am besten würde ich mir jetzt einen Facebomb geben, aber da habe ich keinen Bock drauf. Die Pflanze sieht auch geil aus. Nur der hat keinen Bock da hochzuklettern. Ah. Hallo, Inky. Hallo. Hallo, geh da hoch bitte, geh da hoch. Aber es stimmt, was er sagt. Die Zeit geht schneller. Geht nicht in der Stadt rum oder auf der Ranch, sondern nur auf der Overworld. Ein Stein der Weisheit oder sowas. 10 Uhr. 10:55 Uhr. 58. Wenn man den, glaube ich, öfter schlägt, geht die Zeit schneller rum. Es muss jetzt nicht stimmen, aber ich mach's manchmal so. Boah, es ist gerade mal morgens. Wie soll man denn jetzt... Denn ich kann noch nicht zum Schloss gehen, weil da fehlt noch ein Item. Und das ist jetzt einfach nervig. Oder warte mal, es ging, glaube ich, noch schneller. Vielleicht kann mir ja das Mädchen weiterhelfen. Das Schöne, nicht jetzt das andere. Hä? Sie ist weg? Wo ist die hin? Wo ist das Mädchen hin? Wo ist das Mädchen? Hier ist sie, hier ist sie. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Willst du dort meinen Vater für mich suchen?
Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf, du wirst es gebrauchen können. Ja, das ist nämlich ein Ei. Ein seltsames Ei. Es scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Wart ab, was passiert. Ja, dann wieder ausrüsten. Kennen wir ja alle schon. Ich mag die Musik übrigens. Die ist sehr, sehr toll. So, dann gehen wir mal. Ups. Nachts singt sie auch. Wenn es hier Nacht ist, singt sie auch was. Was ganz schön ist. Was auch noch was mit der Story zu tun hat. So. Das Ei. Das Ei, das brauchen wir jetzt mal im Menü. Also jetzt noch nicht, aber halt später. Ach, die Ocarina haben wir auch da. So. Jetzt müssen wir uns irgendwie an den Wachen vorbeischleichen. Ich empfehle euch immer hier lang zu gehen, da wo die zwei Deppen da sind, und dann da hochgehen. Da steht auch einer, also hier zwischen. Da mal den Baum hier entlang laufen. Das war's eigentlich auch schon. Da kommen nämlich keine mehr. Außer halt am Eingang des Schlosses, aber da gibt's einen geheimen Trick, den muss man nehmen. Ist ja logisch, sonst kommt man ja nicht weiter. Und dann ist hier so ein Steinweg. Entschuldigung, aber kaum zu übersehen. Und es wird auch schon langsam dunkel, was nicht schlimm ist, ist sogar gut so. So, mit denen können wir noch nicht reden, mit den Steinen. Ups, das wollte ich gar nicht. So. Ja, das laggt wieder. Dann kann man hier runter, aber nicht hier entlang laufen. Da sind nämlich die Wachen. Das heißt, einfach hier rein. Und wir schwimmen ein bisschen in den schönen Wasser. Kriegt sogar noch Geld für Schwimmen, ey. Besser kann das Leben nicht laufen. Komm. Oh, immer dieses Kling. Boah, wir haben maximale Rubinanzahl. Das ist krank. So, hier ist ein Baum. An manchen Bäumen kann auch eine Skulltula sein. Hier zum Beispiel nicht, da waren Rubin. Ah, ich glaube, hier gab es noch was. Hier gab es noch eine Höhle, aber dafür brauchte man ein bestimmtes Lied. Denn in Zelda Ocarina of Time gab es die besten Ocarina-Lieder. Was ist das da? Ich höre was. Und natürlich, der Vater, der Milch geliefert hat, ist einfach eiskalt eingepennt. Einfach eingepennt. Aber vom Anzug her hat er was von Mario. Naja, warte mal. Nee, der ist zu behaart, um Mario zu sein. So, das Ding ist, wir müssen jetzt wieder warten, bis es morgens wird. Das ist nur am Anfang so nervig, aber... Aber naja, was soll man dagegen machen? Das wollte ich nicht. So. Ach so, das ist die gelieferte Milch hier. Ich schieb schon mal Kisten rum, weil es cool ist. Na komm. Und weil es Nabis weise Worte sind. Ah, es wird wieder Tag. Na komm. So. Na. Ja, und das Ding ist halt... Ah, wow, du hast ein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft. Aus diesem Ei ist natürlich ein Küken geschlüpft. Und wofür? Dafür. Aufwachen. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Hä? Du hast die ganze Nacht lang gepennt. Hallo, wer bist du? Also, ich bin Talon, Besitzer der London-Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern.
Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir. Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Oh nee. Ich hatte ihr doch versprochen. Oh, scheiße. Oh, ja, das läuft nicht gut. Ich muss los, Junge. Ciao. Oh nein. Ich finde, der läuft richtig geil, Alter. So sollte jeder Mensch laufen. Natürlich nicht, das wär wirklich komisch. Aber geil. Komisch, aber lustig. So. Ja, wir schieben hier nicht umsonst diese Milch hier rum. Man kann nämlich nur ins Schloss gelangen, wenn man da reingeht, in dieses kleine Loch da hinten. Und man kann da halt nicht hinfliegen, weil Link nicht fliegen kann. Aber Link kann springen. Aber leider nicht so weit. Deswegen braucht er die Kisten. Logisch, oder? Und weil das Zelda halt, Zelda ist halt ein Spiel mit Rätseln, also gehört das dazu. So. Zelda hat eigentlich ganz schön viel was zu bieten, finde ich. Es hat Kämpfe, es hat Rätsel, es hat viele Secrets, Geschichten, alles drum und dran. Vielleicht liebe ich das deswegen. Und viele anderen auch. So, dann gehen wir mal hier rein. Der hat Glück, dass das Wasser da nicht überläuft. Das würde der locker recken. Also ertrinken. So, jetzt kommt hier so ein Rätsel. Kein Rätsel, eher so ein Spielchen. Überall sind diese Wachen und man darf sich halt nicht erwischen lassen von den Wachen, sonst wird man rausgeschmissen. Und das ist halt nervig, weil man immer auf die Ritter warten muss. Das Coole ist, Link ist eigentlich voll getarnt, weil er auch grün ist. Vor allem, der schreit hier rum und die hören das nicht. So, der eine ist dahinter, der andere ist da vorne. So, dann gibt es hier so eine dumme Falle. Da sind ganz viele Rubine. Da wir aber Maximum haben und weil wir nicht bescheuert sind, gehen wir ganz fleißig hier oben lang. Und springen hier runter. So. Boah, die Statue sieht cool aus. Oh, 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 schnell. Der schreit hier rum, die merken das nicht, das ist so geil. Nee, das wäre krank. Nee, es passt. Oh nee, komm, Link. Oh, wir haben es geschafft. So. Und was hier hinter ist, das sehen wir im nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ich bin wieder back, Leute. Vielleicht bald mal wieder mit Julian oder mit Jakob, aber wir sind back. So, ciao, Leute. Und viel Spaß noch beim Zocken. Euer NLP.